Was hast du denn? Komm, hör auf, hör auf. Guter Hund, guter Hund. Ja. Hallo, Prinzessin. Das gefällt dir, was? Katerl, sei still. Sie hören dich. Hm? Hab schon verstanden. Hab schon. Heimlich still und leise. Auf Entdeckungsreit. Ich habe noch nie einen Menschen aus der Nähe gesehen. Oh, er sieht wirklich schön aus, nicht? Ich weiß nicht, ein bisschen viel Haar. Und Tränzen tut er auch. Doch nicht der. Der, der auf dem Snarfblatt spielt. Ruhe, bitte, Ruhe! Mit großem Vergnügen überreiche ich nun unserem hochgeschätzten Prinzen Eric ein besonders ausgefallenes, besonders teures und besonders großes Geburtstagsgeschenk. Grimsby, alte Kleiderstange, das wäre doch nicht nötig gewesen. Trotzdem, mein Glückwunsch, Eric. Grim, das ist... wirklich beeindruckend. Ja, ich habe es persönlich in Auftrag gegeben. Ich hatte zwar gehofft, es würde vielleicht ein Hochzeitsgeschenk werden. Hör auf, Grimm, nicht schon wieder. Oder bist du immer noch böse, weil ich mich nicht in die Prinzessin von Klöverhaven verliebt habe? Eric, andere machen sich auch Sorgen. Das ganze Königreich will doch nur, dass du das richtige Mädchen heiratest und mit ihr glücklich wirst. Das werde ich auch. Ich weiß es. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Du hast sie auch noch gar nicht richtig gesucht. Glaub mir, Grimm, wenn sie vor mir steht, weiß ich es. Und zwar sofort, es macht dann Bang und trifft mich. Wie ein Blitz.